Was geht ab, meine Freunde? Wie geht es euch? Mein Name ist Sebastian Stümer und heute geht es in Bezug auf die Thematik Vitamin D darum, warum so viele von uns an einer Unterversorgung leiden und was du dagegen tun kannst. Vielen Menschen ist mittlerweile bewusst, wie wichtig Vitamin D ist und dementsprechend bauen sie es über Nahrungsergänzungsmittel in ihre Ernährung ein. Diejenigen, die darauf aufmerksam gemacht werden, gerade aus gegebenen Anlass in Bezug auf Infektionskrankheiten, tun es ihnen gleich und supplementieren es ebenfalls. Leider ist es in beiden Fällen aber oftmals so, dass die Dosierung nicht dem guten Willen gerecht wird. Wie kann das sein, vor allem wenn sich beide an die gängigen Empfehlungen halten? Genau das wollen wir uns jetzt anschauen. Das Vitamin D3 ist allgemein auch als das Sonnenvitamin bekannt, denn es kann tatsächlich ausreichend über die Haut und die Sonneneinstrahlung gebildet werden, sogar in dem Maß, dass es im Winter ausreichend ist, weil der Körper dann noch von den Vorräten leben kann. Aber das Ganze ist nur möglich, wenn der Körper, wenn man selbst regelmäßig in der Mittagssonne täglich über Wochen hinweg für 20 Minuten in der Sonne unterwegs ist, mit wenig Bekleidung und ohne Sonnencreme. Dann kann der Körper es entsprechend bilden. Wie oft ist aber das bei den meisten von uns der Fall? Entweder ist man irgendwie tagsüber drin und arbeitet oder man ist vielleicht mal am Strand und kann dort bisschen entspannen, ist in Badebekleidung, aber ist eben eingecremt. Also kann der Körper es nicht ausreichend bilden. Ausnahme wäre jetzt, wenn man Küstenwache in den USA ist oder Farmer in Puerto Rico, dann mag das funktionieren. Bei den meisten von uns ist das aber höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Denn selbst die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, sagt, dass 60% der Deutschen nicht einmal die Untergrenze des Normbereichs von Vitamin D erreichen. Und das ist hierbei das Schwierige. Aber wie kann das sein? Abgesehen von der Sonnengeschichte, die ich gerade eben erzählt habe, ist es so, dass die allgemeine Empfehlung, also die Dach-Referenzwerte für Deutschland, Österreich und Schweiz, bei 20 Mikrogramm am Tag liegen, beziehungsweise bei 800 internationalen Einheiten Vitamin D. Und das ab dem ersten Lebensjahr, unabhängig davon, wie alt man wird, unabhängig davon, in welcher Situation man ist, also Schwangere, Stillende, Senioren und so weiter. Interessant wird das Ganze, wenn wir das vergleichen mit dem, was empfohlen wird von unabhängigen Experten oder auch wenn man sich dazu veröffentlichte wissenschaftliche Studien anschaut. Denn hier sind die Empfehlungen tatsächlich um ein Vielfaches höher. Vor dem ersten Lebensjahr, also bis zum ersten Lebensjahr, werden hier 500 internationale Einheiten am Tag empfohlen. Danach sind es bis zum 15. Lebensjahr 1000 Einheiten. Dann wiederum bis zum 65. Lebensjahr sind es 2000 Einheiten. Danach, also ab dem 65. sind es 4000 Einheiten. Das auch für Schwangere und für Stillende sogar 6000 Einheiten. Das macht ja auch mehr als Sinn, weil hier der Mehrbedarf ja offensichtlich ist bei Schwangeren, bei Stillenden. Und bei Senioren ist es so, dass über die Haut einfach nicht mehr ausreichend Vitamin D gebildet werden kann. Das ist aus meiner Sicht offensichtlich. Wenn man jetzt aber sagt, okay, das reicht mir nicht, ich möchte das gerne für mich noch ein kleines bisschen genauer machen, dann kann man sich das auch errechnen. Zum Beispiel kann man das eigene Körpergewicht, Übergewicht außen vor gelassen, mit 40 oder auch mit 50 multiplizieren. Das heißt, ein 80 Kilogramm schwerer Athlet würde tatsächlich 4000 Einheiten Vitamin D3 am Tag nehmen. Und das ist ja um ein Vielfaches höher als die empfohlenen 800 Einheiten. Okay? Ganz, ganz wichtig. Aber was ist jetzt, wenn ich an einer Unterversorgung leide? Was ist jetzt, wenn ich vielleicht wirklich einen Mangel an Vitamin D habe? Dann kann ich ja nicht einfach die empfohlenen Einheiten nehmen und fertig, sondern ich muss erstmal dementsprechend aufwerten, um in diesen Optimalbereich zu kommen. Hier ist ein Blutbild von Interesse. Das heißt, ich lasse ein Blutbild beim Arzt machen und schaue dann auf den Spiegel vom sogenannten 25-OH Vitamin D3. Wichtig hierbei, der kann in zwei verschiedenen Werten angegeben werden. Entweder Nanogramm je Milliliter oder Nanomol je Liter. Der Optimalbereich wäre hier bei Nanogramm je Milliliter bei 40 bis 50, beziehungsweise bei Nanomol je Liter bei 100 bis 125. Von einem Mangel würden wir sprechen, wenn er bei 20 Nanogramm je Milliliter ist, beziehungsweise unter 50 Nanomol je Liter. Okay?
Wenn ich jetzt also einen Mangel habe, könnte ich mir über eine Formel errechnen, wo ich in etwa hin möchte. Wenn ich das also in Nanomol rechne, ja, und ich sage, ich möchte diese 100 erreichen, bin aber aktuell bei 50 und wiege 60 Kilo, habe ich alle Ausgangswerte, die ich für diese Formel brauche. Denn ich würde berechnen, 40 mal, Klammer auf, den Wunschwert, diese 100, minus den Istwert, die 50, Klammer zu, mal Körpergewicht 60, ist gleich Initialdosis. Okay? Also ich habe sozusagen 40 mal, Klammer auf, 100 minus 50, Klammer zu, mal 60 ist gleich, in dem Fall 120.000. Das ist also meine Initialdosis. Und die würde ich logischerweise nicht auf einmal nehmen, sondern über Wochen hinweg verteilt. Habe ich dann meinen Wunschwert erreicht, mache ich mit der entsprechenden Erhaltungsdosis weiter und weiß, woran ich bin. Kann das Ganze dann vielleicht ein-, zweimal wieder über ein Blutbild beim Arzt korrigieren lassen und bin dann auf der sicheren Seite. Warum ist das Vitamin D jetzt aber tatsächlich so wichtig? Vitamin D ist einfach an etlichen Prozessen im Körper beteiligt. Wir haben Prozesse wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, DNA, Mineralstoffwechsel. Es ist zuständig für die Aufnahme von Kalzium aus der Nahrung und es gibt Vitamin D-Rezeptoren in Herz, Lunge, Gehirn, Muskeln und so weiter. Und besonders wichtig ist natürlich aktuell, dass Vitamin D einen signifikanten Einfluss eben auf das Immunsystem hat und somit auf den Verlauf von Infektionskrankheiten. Denn es wurde festgestellt, dass sehr viele der Corona-Erkrankten einen extremen Vitamin D-Mangel hatten, bei denen ein schwerer Verlauf der Fall war. Während die hingegen, die eher einen leichten Verlauf hatten, einen guten Vitamin D-Spiegel aufwiesen. Und das hat in zum Beispiel Großbritannien dazu geführt, dass der britische Gesundheitsminister Matt Hancock gesagt hat, in Ordnung, wir machen es ab sofort so, dass wir große Teile der Risikogruppen mit Vitamin D versorgen. Nachdem eine Studie bekannt geworden ist, die besagt hat, dass über 80% der Corona-Infizierten einen Vitamin D-Mangel hatten. Und das finde ich, das ist hierbei unwahrscheinlich wichtig. Ja? Wie wichtig ist jetzt aber in dem Zusammenhang das Zusammenspiel mit dem Vitamin K2? Wir hatten ja gesagt, dass Vitamin D3 zuständig ist für die Aufnahme von Kalzium aus der Nahrung. Vitamin K2 hat währenddessen die Aufgabe, dass das Kalzium im Körper an die benötigten Stellen entsprechend transportiert wird. Und dementsprechend bilden Vitamin D3 und K2 die Grundlage für eine wirklich gute Knochen- und Zahngesundheit. Wichtig ist außerdem das Verhältnis von K2 zu D3, denn wenn man beispielsweise 2500 Einheiten Vitamin D3 zu sich nimmt, bräuchte man 100 Mikrogramm K2. Oder wenn man zum Beispiel 5000 Einheiten zu sich nimmt, würde man 200 Mikrogramm K2 nehmen. Das passt auch zu dem, wie man sich selbst das Vitamin K2 für den Eigenbedarf herleiten kann. Denn hier ist es so, dass man in etwa 1,5 Mikrogramm K2 je Kilogramm Körpergewicht benötigt. Das heißt, wenn ich so circa 60, 70 Kilo wiege, mal 1,5 Mikrogramm, bin ich bei diesen 100, was dann auch dementsprechend zu 2.000, 3.000 Einheiten Vitamin D3 passen würde. Okay? Wichtig ist außerdem die Form vom Vitamin K2, denn nicht jede Form wird gleich gut vom Körper aufgenommen. Am besten schneidet hier die sogenannte MK7-Form ab, denn diese wird vom Körper am besten verwertet in Bezug auf die biologische Aktivität im Körper und auch in Bezug auf die Halbwertszeit, denn hieß hier bei 72 Stunden. In Ordnung? Ich hoffe, das ist erstmal soweit alles nachvollziehbar und ihr könnt so wirklich nachvollziehen, wie wichtig zum einen das Vitamin D3 ist, aber dass es eben sein Potenzial nur dann völlig entfalten kann, wenn es wirklich in der richtigen Dosierung zugeführt wird. Recherchiert ja gerne noch mal ein bisschen selbst, denn es ist halt so, dass die Thematik zwar immer wieder kontrovers diskutiert wird, aber es doch Einigkeit darüber besteht, dass die gängigen Einnahmeempfehlungen einfach zu wenig sind und jeder dafür sich selbst schauen kann, inwiefern das angepasst werden muss. Gerne auch, wie gesagt, in Bezug auf das Blutbild, dass man hier einfach mal ein paar Euro in die Hand nimmt und dann weiß, woran man wirklich ist und das dementsprechend anpassen kann. Denn das ist hierbei wirklich wichtig. Und wenn man das dauerhaft im Blick hat, dann ist man da auch auf der sicheren Seite. Ich hoffe, euch hat dieses Video weitergeholfen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.